So, da sind wir hier an unserer Stelle, wo wir anliefern. Das Holz bzw. die Bretter bringen wir hin und den Stahl. Und wir haben tatsächlich Zahnräder, die hier noch gar nicht weggebracht werden, meines Erachtens. Ne? Das heißt, wir produzieren hier etwas, aber es gibt Abnehmer und wir haben noch gar keine Abnehmer, die da sind, sozusagen. Das ist hier. Ja, das ist jetzt mehr oder weniger nicht erschlossen, ne? Oder? Oh, doch, die fahren bis hier in die LKWs. Da gibt es eine Durchfahrt. Was für LKWs fahren hier lang? Okay, die sind ölmäßig unterwegs. Also in dem Örtchen könnte man definitiv jetzt die Zahnräder loswerden, Rühlkamp, und ist vielleicht mit am nächsten, ne? Würde ich sagen, weiß ich aber nicht. Abnehmer war Rühlkamp, Hallandorf, das ist glaube ich hier oben irgendwo. Da, das ist weit, weit weg. Pellington ist auch hier oben. Ich finde es gerade nicht. Da ist Pellington. Leitzkau. Weiß ich jetzt nicht, wo es ist. Okay, das ist da. Ja, klar. Schemmerhof. Oder Schemmerhofen. Rühlkamp und Schemmerhofen, die sind hier ja so nah beieinander, ne? Und Dörn ist hier oben. Bozen ist auch da oben. Wo ist Gladbeck? Gladbeck ist hier unten. Da fährt aber schon keiner mehr hin. So, dann würde ich sagen, machen wir hier Rühlkamp und Schemmerhofen und Irkschauts Logo und dann gehen wir auf den Großbildschirm. So, und bis hierhin ist ja schon mal eine Eisenbahn. Das würde bedeuten, wir können hier ja eigentlich loslegen und mit PKW dahin und ja, hier ist ein Tunnel durch den Berg und dann können wir da auch lang fahren. Würde ich jetzt tendenziell so machen. Das heißt, hier muss Fracht abgeliefert werden. Dafür brauchen wir Gebäude und zwar LKW-Entladestation. Wer will denn die Zahnräder hier haben, ist die Frage, ne? Kann man das irgendwo sehen? Nee, ne? Die Brote sehe ich alle. Ah, hier sind auch Zahnräder bei, okay. Das würde bedeuten, ich hier hin machen, da hin mache. Ah, ich denke schon, hier ist die richtige Stelle zum Zahnrad entladen. Mach die mal dahin. So, von dem fahren wir dann weiter. Oder wir fahren hier rum. Wo sind hier die Zahnräder? Die sind hier vorne. Wäre hier gut. Würde sagen, das wäre hier gut, ne? Da sind alles Schraubenschlüssel. Das sieht so aus, als ob es hier irgendwo erschlossen ist. Okay, das ist dann so. Machen wir jetzt die Straße dann hier durch, ne? Landstraße war das. Dann baut der Tunnel, ne? Ach komm, dann lassen doch den Tunnel hier durch den Berg bauen, ne? Das sieht nicht schick aus, aber ist effektiv. 5 Millionen spielt für uns auch keine Rolle, glaube. Zack. So, das bedeutet, das ist erledigt. Und jetzt braucht man ein Fahrzeugdepot. Dann die Frage, wo wir eins haben. Sehe gerade keins. Da ist ein Bahndepot.
Straßenfahrzeugdepot, da ist eins. Fahrzeug kaufen. Ich glaube, der kann die Zahnräder, ne? Kann noch mehr Zahnräder? Ne, kann nur der, ne? Gut. Machen wir mal drei Stück. Kaufen wir. Neue Linie. Von da nach da. Fährt schon. Kann das zu. Wo war das Straßenpipo jetzt? Hier unten. Fahrzeug kaufen. Wieder dieser LKW. Drei davon kaufen. Neue Linie. Achso, ich muss erst hier auf neue Linie klicken, sonst komme ich hier nicht weiter, ne? Und das ist auch von da und dann nach da. Passt. Und dann brauchen wir noch einen Zug. Das Depot war hier. Fahrzeug kaufen, elektrisch, der Cargo. Ne, warte, elektrisch hinzufügen, Cargo. Und das müsste der sein, ne? Neuen machen wir mal. Kaufen. Neue Linie. Und der muss jetzt von hier. Fährt er raus? Fährt er da lang? Fährt er hier lang? Ja. Fährt er hier lang? Erledigt. Und dann wollen wir hoffen, dass es passt. Und jetzt müssten hier ja Dingens gelagert werden, ne? Zahnräder, ja, kommen auch schon wunderbar an. Eins. Eins für Linie 83. Zug ist auch schon da. Und warum geht es nicht voran? Holz ist da. Hat noch nicht mal das eine Zahnrad geladen, oder wie sehe ich das? Doch, hat er. 1 von 20. Oh, nur 20 kann er mitnehmen? Ach ne, 140 kann er mitnehmen. Und die dauern ewig hier, ne? Na okay, die Produktion läuft ja erstmal an. Das wird bestimmt besser werden, wenn dann mehr gemacht wird. Ist er das hier? Ich glaube ja, ne? Ja. Ja, das ist er. Ich hoffe, da wird jetzt keine Blockade irgendwo rausgemacht. Vielleicht ist da sogar schon der erste LKW, der ja, könnte vielleicht sogar sein, ne? Und der Bahnhof ist zu kurz wahrscheinlich, ne? Ja. Aber das ist nur die Ladegeschwindigkeit, die dann da anders ist. Das passt dann schon. Okay, der fährt mit irgendwelchen Brettern durch die Gegend. Linie 82. Ah, der ist doch schon hier. Okay, wird werden. Aber vielleicht sind es zu viele LKW. Weiß ich auch noch nicht. Also hier liegt ja genug, da kann man auch noch einen LKW. Ah, da kann man den Bahnhof vielleicht vergrößern, dass schneller geladen wird. Konfigurieren. Geht das? Ne, sieht nicht so aus, ne? Da müssten wir erst einmal. Ja, da müssten wir also wegreißen, ne? Lass uns mal gerade eine Spielpause machen. Das geht jetzt nicht, das geht nur am Bahnhof, aber das können wir jetzt hier gerade machen. Und dann das weg, da müssen wir jetzt konfigurieren wieder machen.
Bauen wir mal ein bisschen länger. Plattform hier. Gut. Das ist schon da erledigt. Und von hier müssen wir jetzt nur noch da dran. Und hier machen wir gerade eine Kreuzweiche rein. Krümmung zu groß. Passt. Und das machen wir mit Ja. Dann könnte der so einen Bogen fahren. Auch Blödsinn, hätte man nicht Ja machen müssen. Ist aber so. Züge blockieren sich gegenseitig, das ist schon mal schlecht. Ja, das ist doof, weil der da ein Signal hat hier. Das Signal ist dann im Weg. Warte mal, dann machen wir das mit dem erstmal, dass der warte weiterlaufen lassen. Und er möchte doch bitte einmal wieder ins Dingens fahren. Dann brauchen wir hier noch den Dingens, den... Der kann da gar nicht rein. Okay. Den weg. Den anklicken und der soll mal umdrehen. Dann hält er da mal an. Dann basteln wir jetzt schnell hier ein Signal noch hin. Könnte der vielleicht fahren, wenn er will. Fährt er da jetzt rechts rüber? Ich will es hoffen. Ja. Dann sieht das gut aus, oder? Ah, weil diese Weiche ist zu nah dran, deswegen klappt das nicht. So, und dann fährt der auch wieder, oder? Ah, der ist angehalten, dann müssen wir den auch wieder starten. Oh, du sollst jetzt so rumfahren. Okay. Hier steht natürlich jetzt keiner, ne? Ah doch, 22 sind das, die da stehen, aber ich weiß nicht, ob das die Zuglinie ist. Ja, ist er. So, das bedeutet, hier ist er auch zu kurz, der Bahnhof, ne? Sollte man vielleicht auch begradigen dann, ne? Aber hier, das, die steigen dann halt schneller ein und aus, ne? Das ist auch kein Unterschied, glaube ich. Bei den paar Passagieren macht das jetzt erstmal nichts aus. Keine Warnung. Gut, sind wir für diese Runde hier erstmal, glaube ich, fertig. Wir müssen dann gucken, so die Karte, ja, die Karte war so. Wir müssen dann gucken, wie das hier mit den Zahnrädern läuft. Das schauen wir uns in der nächsten Folge nochmal an. Vielleicht können wir da noch was optimieren. Wir liegen jetzt hier. Naja, nicht so viele, 21, das ist jetzt nicht so dolle. Vielleicht fährt dieses Werk ja langsam hoch und dann wird das hier auch besser, ne? Transport 0%, da passt doch was nicht, oder? Ist doch eigentlich mehrwertend. Produktion ist 100 Watt, Versand ist 100 Watt, aber Transport ist 0. Wo ist denn unser Zug? Der steht hier und kein Mensch weiß warum. Da hinten fährt ein Nordzug. Oh, jetzt fährt er wieder. So eine lange Haltestrecke, das ist aber schlecht. Komm schnell hier noch ein Signal hin. So, dann fährt er demnächst auch weiter nach da, ne? Ja, und vielleicht muss man es hier doch zweispurig ausbauen, das Stück.
Machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.